gratuliere Ihnen zum Kauf von Ihrem Barbecue Master Kamado XL. Ich zeige Ihnen den Aufbau vom Kamado XL Schritt für Schritt. Der Aufbau ist genau gleich, ob es das für ein Kamado L ist oder XXL. Als erstes nehmen Sie bitte die Gebrauchsanleitung aus dem Karton raus. Dort innen ist schön Schritt für Schritt aufgeschrieben, wie Sie ihn zusammenbauen müssen. Ich tue jetzt alle Teile zuerst rausnehmen, auslecken und nachher gehen wir das Schritt für Schritt durch, wie wir das aufbauen. Jetzt haben wir alle Teile ausgepackt, die sehen wir jetzt vor uns drauf und jetzt fangen wir Schritt für Schritt an, den Unterbau des Kamado zusammenzubauen. Als ersten Schritt montieren wir hier an die Streben die Rädchen dran. Im zweiten Schritt tun wir jetzt nun die Kreuzteile so einführen, eins oben und das andere unten. Am besten schon das mit zwei Schrauben unten sichern und oben, aber noch nicht fest anziehen, sodass sie einfach nicht wieder rausfallen. Im dritten Schritt tun wir nun die restlichen Seiten noch hier hinzufügen, einfahren. Da ist wichtig, dass wir schauen, dass zwei Rädchen ohne Bremse auf der einen Seite sind und die mit der Bremse auf der anderen Seite. Ich würde auch gerade vorzu, immer das mit einer Schraube sichern und wenn wir alle Teile dran haben, wenn wir alle Schrauben drin haben, nachher festziehen. Gut, wenn wir jetzt alle vier Teile zusammengefügt haben, über das Kreuz würde ich es auf den Kopf stellen, das ist am einfachsten. Und jetzt können wir noch da überall die restlichen Schrauben reindrehen. Und dann wichtig eben, dass die Rädchen mit den Bremsen auf der gleichen Seite sind und die ohne Bremsen, dass sie nicht überkreuzt sind. Und dann kann man hier schön das Viereck auch ausrichten, bevor man es festziehen und nachher mit der Akkubohrmaschine oder von Hand alle Schrauben schön festziehen. Gut, jetzt haben wir alle Schrauben schön festgedreht. Jetzt haben wir den Wagen kehren. Gerade schauen, dass die mit den Bremsen vorne sind. So können wir ihn gerade hier festmachen, vor, dass er nicht wegrollt. So, jetzt öffnen wir noch den Kamado mal öffnen und nehmen alle Teile, zum Beispiel den Edelstahlgrillerrost, nehmen wir raus. So wie in den Feuerring. Und die Feuerschale unten. So ist der Grill schon einiges leichter zum Drillöpfen. Gut, stellen wir den Trolley vorne an vor den Grill. Jetzt haben wir das zweite, den Grill drauflöpfen. Da habe ich meine Unterstützung. Am besten den Grill zutun. Nachher kippen. So geht unter der Folie. Und dann, so wichtig, mit dem Lüftungsschlitz nach vorne drauflöpfen. So dass der mittig ist. So. Wir können dann nachher noch etwas feststellen, dass er gerade ist, kann man ihn immer noch etwas bewegen. Das ist eigentlich kein Problem am Schluss. Jetzt machen wir weiter mit dem Schritt, mit den Befestigungen außen. Als erstes montieren wir den Dämpfer vom Kamado. Für das lösen wir die Mütterli in der Mitte lösen. Im Schritt 10b
tun wir jetzt den Griff montieren. Als erstes nehmen wir auch wieder die Mutter weg, die dran sind. Dann tun wir den Griff einfahren. So. Die Mutter wieder drauf machen. Und dann mit einem Gabelschlüssel festziehen. Im nächsten Schritt nehmen wir oben die Lüftung. Die können wir hier oben drauf montieren. Als erstes auch wieder hier die Schrauben rausnehmen. Auf beide Seiten. Und dann oben drauf setzen. Da muss man jetzt halt ein bisschen schauen, dass man das Loch trifft. Am besten tun wir die Schrauben zuerst schon das Metallteil rein. Nachher den Deckel auftun. Von innen festschrauben. Jetzt müssen wir die Halterungen von der Seitenablage montieren. Für das müssen wir auch zuerst wieder die Mutter entfernen. Es sind immer je 4 Mutteren pro Halterung, hin und vorne. Da müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr das richtige Teil vorne hat. Der Schlitz ist immer gegen oben. Dann müssen wir die ein bisschen anschrauben und nachher wieder mit dem Gabelschlüssel festziehen. Gut, jetzt haben wir die beiden Seitenteile anhängen. So. Als nächstes müssen wir jetzt das ganze Innenleben in Kamado wieder rein tun. Das fährt hier an. Die untersten Teile. Hier ist wichtig, dass sie innen die Öffnungen, wir haben oben eine Öffnung für den Chipfeeder, also für die Holzzufuhr, die Holzschnitzel. Dass das da hier passt mit dem Loch. Plus unten auch die Lüftung, dass das mit dem Loch passt. Weil wir haben ja nachher die Luftzirkulation, wenn man das verschoben rein tut, kann man einerseits mal keine von den Holzschnitzen mehr rein tun. Und andererseits auch von unten haben wir die Luftzufuhr, die nicht gegeben ist. So, jetzt kommt der Feuerring oben drauf. Nachher haben wir die Kohleplatte, wo wir nachher eine Kohle drauflegen. Dann den Edelstahlrost. Nachher haben wir noch das Rohr hier. Das Rohr ist eben für die Holzschnitzel, wo wir warm grillieren, wenn wir dort räuchern, zum Beispiel zusätzlich noch mehr Chips ins Feuer rein tun. Das einfach gut aufbewahren. Ich gratuliere Ihnen zum Zusammenbau vom Kamado XL. Wie bereits erwähnt, ist die Zusammenbauanleitung auch für einen L und für einen XXL. Sie haben da wirklich ein super Grillgerät erworben. Ich kann auf dem räuchern, garen, grillieren. Wir haben auch sehr viel Zubehör dazu, wie zum Beispiel Pizzasteine oder auch ein Multilevel Grillrostsystem. Sie haben also sehr viele Möglichkeiten, die Sie mit dem Kamado machen können. Für weitere Zubehör gehen Sie doch auf unsere Webseite und ich wünsche Ihnen sehr viel Spass beim Grillieren.